Hey ho, meine Lieben, zum nagelneuen frischen Video. Was machen wir heute? Eier in Senfsoße und Kartoffeln. Genau, und dazu richtig geile, leckere Hackbällchen. Richtig. Ja, war so eine spontane Idee von mir heute. Gestern haben wir noch Hackfleisch geholt gehabt und haben wir gesagt, irgendwas machen wir da heute damit. Und ja, das ist es jetzt geworden oder das wird es. Drüben in der kleinen, aber feinen Küche. Attacke! So, dann wären wir schon bei der kleinen, aber feinen, größeren Übersicht. Was haben wir? Hackfleisch, wie viel haben wir hier? 1 Kilo. 1 Kilo? Wunderbar, das gibt jede Menge Hackbällchen. Da bleiben noch welche übrig zum Kaltessen. Brötchen hätte jetzt was gesagt. Eine Semmel, die wird eingeweicht. Kommt dann damit rein. Knoblauch und Zwiebeln werden klein geschnitten, angebraten, kommen dann dazu. Dann wird das Ganze mit Salz, Pfeffer, Paprika hier gewürzt. Ja, und dazu natürlich Eier, Kartoffeln, Mehl für Mehlschwitze haben wir hier drüben. Ein bisschen Rinderbouillon und ein Händelmeier. Mhm. Und... Oh je, heute haben wir einen Bautzner. Ja, und das sind eigentlich schon im Groben und Ganzen die ganzen Zutaten. Und ich würde sagen, Hackfleisch haben wir jetzt schon 1 Milliarde Mal gesehen. Heute kürzen wir das Video ganz einfach ab, indem wir das fertig machen und das dann drüben ja, am Herd sehen, wenn wir die Fleischbällchen in die Pfanne reindonnern. Genau. Oder Spatzel? Richtig. Ja, ja, bis nachher drüben am Herd. Aber das heißt ja nicht, dass ich schnell mal nebenbei noch die Kämme in die Hand nehme. Zwiebeln schön noch mit Petersilie angeröstet, angeschmort. Und der Knoblauch ist auch dabei. Genau, also es riecht wunderbar lecker. Und das Ganze kommt dann hier mit dazu, wird schön verknetet. Ja, und dann die Bällchen draus gemacht. Die sind aber ein bisschen arg groß. Okay. Bisschen kleiner. Hier, kann ich machen. Ja, aber die können wir trotzdem rausbrutzeln. Die können wir ja dann morgen essen. Und die Eier sind auch schon gekocht und geschält. Geil. So, die Pfanne mit dem Öl ist warm. Machen wir erstmal die Hackfleischbällchen rein. Die ersten. Angebraten und in der Zwischenzeit mache ich nämlich auch die Senfsoße. Da habe ich schon mal in den Topf Butter reingemacht, auch warm gemacht. Die Butter ist schon am Brutzeln, kommt ein bisschen Mehl dazu. Wir machen eine Mehlschwitze. Der Mehlschwitz haben wir jetzt diesen Senf rein, der Bautzen. Bautzener. Auch ein bisschen rein.
ein bisschen körniger, süßer Senf. Auch mit der Messe. So 2 bis 3 Teelöffel. Eine richtig schöne Soße wird. Mehr? Mehr körniger Senf. Mehr. Mal noch ein bisschen Schmand-Milchsoße rein, da wir leider keine Milch haben. Milch oder Sahne. Aber sehr gut aus. So sieht es schön aus. So, die Hackfleischbällchen sind jetzt fertig. Jetzt kommen die auf den separaten Teller. Mein Schatzi wollte ja unbedingt eine Senfsoße haben, hat ihm ja halt nicht geschmeckt. Und da habe ich halt ein halbes Glas süßen Senf noch dazu gegeben. Jetzt, und jetzt ist lecker! Jetzt sagt er, es ist lecker! Gut. Jetzt machen wir noch die Eierchen dazu. Die 5. Dann wäre die Senfsoße fertig. Tja, meine Lieben, Eier in Senfsoße, so wie wir sie kennen. Und jetzt kommt noch der Schmankerl dazu, die Hackfleischbällchen. Im Hintergrund, was noch brutzelt, das waren die großen. Ja, und eins noch. Ja, Freunde, dann würde ich mal sagen, ich lasse mal es schmecken. Wäre ja mal ein schönes Probiererle und ab in den Hals. Herrlich. Und wie schmeckt jetzt so ein Hackfleischbällchen mit Senfsoße? Geil. Dazu, wie man es gewohnt ist, Kartoffeln. Boah, ich liebe dieses Essen. Also das ist ein absoluter Favorit von mir. Geil. Leute, ich gehe jetzt essen und nachher machen wir noch ein Fazit. Ja Leute, dann kommen wir noch zu dem Fazit. Also ich muss sagen, so lecker Senfeiersoße habe ich seit meiner Kindheit nicht mehr gegessen. Danke. Richtig, richtig geil. Das ist schön. Ja. Perfekt. Einfach nur perfekt. Dann die Hackbällchen, Hackfleischbällchen dazu. Hat wunderbar gepasst. Ist vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, aber es hat sehr gut gepasst. Ja, fand ich auch. Und das Geile ist noch dran, ich habe morgen auf meiner Brotzeitsemmel auch noch einen Hackfleischboller drauf. Genau. Sehr geil. Ja, wenn das Video gefallen hat, auch wenn es vielleicht wieder eine Wiederholung war mit der Senfsoße, trotzdem bitte Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abos, wird uns alles gefallen. Genau.
diesmal war es die beste Senfsoße überhaupt. Jo. In dem Sinne, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Wie hat es hier übrigens selber geschmeckt? Gut, lecker. Ja, wunderbar. Also, wunderbar alles. Nächstes Sommer.